Bett, 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 Bett. 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 Wieso kriege ich denn hier nur so wenig Betten rein? Warte, dann mache ich hier nochmal. Wenn ich da nochmal zwei größer mache, dann machen wir mal eine richtig große Station. Und hier nochmal ein paar Betten hin. So? Gefällt mir aber irgendwie nicht. Da geht's nicht mit der Umkleide. Warte mal kurz, kann ich dich aufheben und dich da drüben hinpacken? Pack die Umkleide dahin. Wir packen da einfach noch ein paar Betten. Noch ein Betten. Hier. Und da. Dann kommen die schon irgendwie dahin. So, aber wir wollen es ja auch einigermaßen schön. Paar Pflänzchen. Ein Feuerlöscher. Und bestätigen jetzt. Und hier brauchen wir natürlich einstellen. Ein Krankenpfleger. Du hast Stationszeug mit drin. Das ist in Ordnung. Du bist eingestellt. So, Beförderung. Dich müssen wir befördern. Kopf-Topfschmerzen. Ja, wir haben ja eine Töpferei. Hier, das ist unsere Töpferei. Haben wir. Aber ich sehe gerade, wir müssten vielleicht noch einen Hausmeister einstellen. Wenn nicht sogar noch einen. Weil langsam sehe ich, die Pflanzen werden nicht so gut. So, ich glaube, dich muss ich nach Hause schicken. Schlechtes Bauchgefühl in der Apotheke, kein Thema. Krankenhaus hast Schulden. Wir sollten vielleicht einen Kredit aufnehmen. Ja, was fehlt uns? Eigentlich fehlt uns jetzt im Zimmer nur noch die Kardiologie, oder? Die Kardiologie und die Zirkustherapie. 20.000. Wir machen mal hohes Tempo. Eigentlich müssen wir nach und nach jetzt die Leute schon so ein bisschen durchheilen, bis auf ein paar. Sollte hinhauen. Was hast denn du für eine Krankheit? Bist du Pantomime? Du bist ein Pantomime. Patient nach Haus, Reporterbesuch. Ja, das kriegen wir hin. Das sollten wir hinbekommen. Unser Krankenhaus ist schon relativ schön. Wir haben wieder ein bisschen Geld. Erstmal natürlich. Reporterin von Radio Two Point ist hier. So, zwei Pflänzchen. Ich würde dann nicht. Wo ist denn die Bank? Hier eine Bank hinsetzen. Hier zwei Bänke hinsetzen. Packen wir hier einen Mülleimer her. Pflänzchen. Pflänzchen und Pflänzchen. Da ist einer gesterbt. Da ist noch einer gesterbt. Warum sterben hier so viele Menschen? Ich glaube, der Rack fällt alles soweit. So, können wir denn noch... Ich möchte Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, hier warten für einige. Hinweise zu passender Wortwahl geben. Es handelt sich um eine öffentliche Dienstleistung meinerseits, die ich mit keinerlei Mangel an Demut verrichte. Auch würde ich selbige gern auf den Bereich der korrekten Aussprache ausdehnen. Hier warten einige. Ihre unterentwickelten Stimmbänder machen diese Herausforderung zu einer Sisyphusarbeit. Notfallstation. Ach, Station. Ja, okay, eine Station haben wir. Kriegen wir hin. Ich glaube aber, wir bräuchten noch so ein Ärztezimmer. Kann ich noch einen Kredit aufnehmen? Die müssen wir halt schauen, dass wir dann so zurückzahlen. Also den würde ich gleich erstatten. Ja, wobei 44.000. Den erstatte ich mal noch nicht. Aber wir kopieren jetzt einmal... Kopieren. Das Ärztezimmer. Hierher. Und bestätigen den jetzt gleich. Und stellen aber auch gleich nochmal einen Arzt ein. Den da. 16.000 im Jahr. Ist in Ordnung. Jetzt haben wir aber auch wieder Geld. Jetzt kann ich auch die Kardiologie noch bauen. Die bauen wir hier hin. So, Kardiologie. Machen hier das. Machen hier den Herzraser hin. Natürlich ein Pflänzchen. Soll ja ganz schön sein hier immer. Da steigt schon gleich die Prestige an. Ein Feuerlöscher. Feuerlöscher. Ein paar Aktenschränke. So, ein paar Aktenschränke.
so ein Entleuchtungsposter. Ist genehmigt. Was brauchen wir hier? Einen Krankenpfleger. Ja, dann stellen wir einen Krankenpfleger noch ein. Und zwar 30.000. Okay, ja, ich stelle mich trotzdem ein. In der Station ist sehr viel los. Ich glaube, hier würde ich gern noch einen zusätzlichen noch haben. Bitte verhalten Sie sich so, als gäbe es ein Feuer. Und dich mit in die Station packen. Weil wir hier freie Plätze haben. Machen wir hier zwei Leute in die Station. Wir könnten die auch größer bauen noch. Das ist kein Problem. Hier warten aber viele noch für die Station. Vielleicht baue ich die Station ein bisschen aus. Bearbeiten. Jetzt gehen sie alle raus, das war mir klar. Wenn ich die noch ein bisschen ausbaue. Und noch ein Bett. Geht nicht mehr. Warte, dann kann ich hier aber noch... Ach komm, wir bauen das bis ganz hinten aus. So, hier. Machen wir mal eine richtig große Station hin. Schau mal her. So. Und ein paar Pflänzchen auch wieder natürlich mit her. So, so. Zack. Jetzt würde ich aber hier gern noch einen Krankenpfleger machen. Einstellen, Krankenpfleger. Du bist auch Station. Du kannst auch Station. Hier warten halt schon viele mittlerweile. Müsste das jetzt nicht funktionieren? Die müssten doch jetzt alle reinkommen können eigentlich. Das ist jetzt... Ich finde, das ist eine große Station. Wir machen gerade Verlust, okay. Lass mich mal kurz neu in der Psychiatrie, in der Station, toll im Krankenhaus. Was brauchst du? Nach Hause schicken. Wir haben noch keine Zirkustherapie. Jetzt haben wir hier drei Krankenpfleger auf der einen Station. Das sollte doch hinhauen. Ihr könnt doch jetzt nach und nach alle rein. Auch wenn 10 Leute warten. Bräuchte ich ja vielleicht noch so einen Schwesternteil? Warte mal. Objekte. Filter. Kann ich nicht. Warte mal. Wir wünschen Ihnen eine sichere und baldige. Ich muss es immer bearbeiten. Ja, also hier sind es nicht mehr so viele Warteschlangen. Das wird abgegrast. Das schaut gut aus. So, was brauchen wir jetzt noch an Zimmer? Wir haben noch 60.000. Eigentlich fehlt ja nur noch die Zirkustherapie. Die muss 4x4 sein. Die kriege ich da nicht hin, oder? Die muss ich dann hier hinpacken. 4x4. Packen wir die da hin. An Zirkus. Entschuldigung. Packen wir das Zirkusding dahin und die Tür dazu dahin. In der Psychiatrie wird ein Arzt verlangt. So, Darmpflänzchen. Und. Oh, da können wir noch ein Pflänzchen hinpacken. Eine Kanone. Zirkuslichter. Hoi. Okay. Was brauchen wir hier? Einen Krankenpfleger. Okay, Objekte. Nee, einstellen. Und noch einen Krankenpfleger, den packe ich dich hier hin. So. Dann würde ich jetzt Objekte, vielleicht noch so ein Zeitschriftenstand, weil der bringt auch immer ein bisschen Geld rein. Und hier so einen allgemeinen Wartebereich aufbauen. Getränkeautomat, Snackautomat und ein Salz-Snackautomat. Dann würde ich ein Pflänzchen mal wieder hierher packen, weil da haben wir nicht so viele Pflänzchen in dem Eck. Hier noch ein Pflänzchen, da noch ein Pflänzchen. Schaut doch gut aus. Ein Abfalleimer. Den packe ich dahin. Lass mir kurz hierher gucken. Da können wir noch ein Pflänzchen hinpacken. Und da ins Eck. So. Jetzt hat ein paar Bänke. Bänke, 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 Bänke. So, da. So. Haben wir hier einen schönen Wartebereich, denke ich, ja. Warte mal. Ich dich so ein bisschen aufschieb alles. Pflanzen
Wasser. So, so, dann haben wir hier einen schönen kleinen Wartebereich. Wir stellen gleich noch einen Assistenten mit ein. Dich. So, haben wir noch einen Assistenten mit. So schaut's gut aus. Jetzt gucken wir uns mal durch. Psychiatrie. Was haben wir hier? Ja, du kriegst eine Beförderung. Was bist du? Stationsschwester. Befördere 3 Mitarbeiter, nehmen wir an. 3 von 8 Patienten geheilt, das war jetzt natürlich nicht so gut. Heute habe ich nur ein einziges Wort für Sie. Hosen. Man sollte sie immer tragen. Sie schützen vor Sonne und dem Knubbelknie-Syndrom. Beherzigen Sie meine Worte, verehrte Hörerinnen und Hörer. So, dich kann man nicht mehr upgraden, dich kann man nicht mehr upgraden. Gucken wir mal kurz durch, können wir dich noch upgraden? Dich graden wir ab. Dich graden wir ab. Wir graden wir mal ein bisschen alles ab. Dich, glaube ich, können wir auch nicht upgraden. Okay. Ich glaube, das sollte... Dich können wir auch nicht upgraden. Jetzt haben wir so alle ein paar... Von allem haben wir jetzt ein bisschen was. Schaut gut aus, denke ich. Beförderung. Yo! Ich denke, das ist gut so. Ich glaube... Ansehen! Gucken wir uns mal an. Welchen Preis... Welche... Haben wir denn überhaupt Preise? Arzt des Jahres, Aufsteiger Stern, Arbeitgeber und Krankenhaus mit dem höchsten Prestige. Wir haben einen guten Ruf und wir sind Stufe 9. Schaut doch gut aus. Whitney Pratt. Ich denke, das ist ganz schön bei uns. Was macht der? Der tanzt. Bestimmt zur Fahrstuhlmusik. Ich finde, hier ist gut. Viele Patienten stehen von Ärzten. Es sind aber keine Verfügung, zusätzliche Ärzte einzustellen. Okay. Hier geht's. Gucken wir mal kurz durch die Warteschlangen durch. 3 in der Warteschlange. Okay. 3 in der Warteschlange. 0. 1 in der Warteschlange. 1 in der Warteschlange. 0 in der Warteschlange. In der Ding ist 1 in der Warteschlange. Hier sind in der Praxis auch 3 in der Warteschlange. Station. Nichts, Wartenschlange. Krankenpfleger. Ich glaube, ich brauche noch einen Krankenpfleger, ha? Huh? Ich stelle jetzt einfach mal nochmal einen ein. Hier. 3 in der Warteschlange. Okay, wir brauchen noch eine Kardiologie. Auf jeden Fall, würde ich sagen. Und eine Arztpraxis. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Ich tue mal den Kredit zurückzahlen, den großen. Wir haben momentan gut Geld. Ich würde mal kurz ein bisschen warten noch. Und dann später noch eine Kardiologie auf jeden Fall bauen. Oder halt dann später das Monat halt über ein bisschen warten. Umtöpfer 2. Leistungsfähiger. Nice. Alles muss ein bisschen warten, dann jetzt noch in das nächste reinbauen mit. Ach, unsere Finanzmittel, die gehen so. Die gehen schon so. Weiterbildung. Ich kann dich weiterbilden. Du kannst, was sollst du lernen? Assistenz, Kundenbetreuung, glaube ich, wäre gut. Ja, wenn du Kundenbetreuung 1 lernst. Genau, du lernst Kundenbetreuung 1. Wir nehmen den Ausbilder, den, dich hier. Und starten mal den Kurs. Ja. Dann tut ihr euch ein bisschen weiterbilden. Das sollte hinhauen. Denke ich. Pflanzentechnisch. Okay. Gibt Ecken, die sind nicht so gut aufgestellt. Aber es geht. Vielleicht kann ich da noch ein paar einsetzen. Warte mal. Ekte. Guck mal, da vielleicht noch. Da noch. Auch so mittig mal eine Pflanze rein. So. Blöd. Hier fehlt halt ein bisschen. Okay, in der Station wüsste ich eh nicht mehr, wo ich die noch hinpacke. Weil hier ist kein Platz. Die ist schon ziemlich eng. Die Station. Ach, das müssen wir uns mal anschauen übrigens. Wie die geheilt werden. So. Das passt so. Hier, den gucken wir uns mal an. Der gute Laune, würde ich sagen. Jo, befördern und befördern. Es ist wieder Zeit für eine weitere Ausgabe von Lebensweisheiten mit Sir Nigel.
Heute mit einer Flasche des 2009er Chardonnays vom Weingut Krötenblässe. Es handelt sich um den wohl reizlosesten Wein, den ich je ausgespuckt habe. Da kommt jetzt einer. Das grauenhafte Aroma erinnert an zerkochten Rosenkohl. Was den Geschmack angeht, würde ich lieber an einer Kröte des besagten Weingutes lecken, als jemals ein weiteres Glas nice. Zu trinken. Und die laufen hier einfach, hä? Okay. Haben wir hier noch einen Clown, wenn ich das mal auf normale Tempo stelle? Haben wir noch irgendwo einen Clown? Haben wir noch einen... Ein paar Domine. Haben wir noch irgendwo einen Clown? Nee, wir bleiben hier. Templar Modern University Aufnahme. Clownerei. Ah, hier ist ein Clown. Okay. Wir haben 72.000. Ich würde jetzt mal schnell hier dieses Grundstück kaufen. Oh, es warten so... Was? Es warten so viele Leute an der Aufnahme? Oh. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch so ein Ärztezimmer. Ich würde gerne noch einen Kurs geben. Einen Kurs, eine Weiterbildung. Und zwar... Geisterjägerei? Ja, Geisterjägerei. Wir haben dich als verfügbaren Ding und einen Teilnehmer. Kurs starten. Dann mache ich hier drüben noch ein paar Ärztezimmer hin, dass die so ein bisschen weiter diagnostiziert werden können. Da warten nämlich echt viele immer davor. Und vielleicht doch eine Kardiologie. Hätte ich jetzt mal behauptet. Erstmal Ärztezimmer und noch eine Kardiologie. Da wird es gerade gebaut. Zur Reparatur des Medikamentenmixers, bitte. Jo, wobei, der ist doch komplett ganz. Der ist doch ganz. Guck mal. Dem geht's gut. So, zack. Einmal bitte kopieren. Dann drehen wir dich dahin. Du bist fertig, erste Arztpraxis. Wir machen da, wir haben überall eigentlich ziemlich viele, die warten. Deswegen kopieren wir das gleich dreimal her. Oder warte mal. Bearbeiten. Wenn ich dich da drüben hinpack. Nee, ich pack dich dahin. Oder? Pack ich dich dahin? Ja, ich pack dich dahin. Lass dich da drüben. Ah, ne, ich pack dich doch dahin. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ach, jetzt ist die Tür falsch. Na, dann muss ich die Tür... Warte mal. So. So. Tür. So. Bearbeiten. Nehmen. Hier bei der Two-Point-Bank verstehen wir, dass Sie sich mit Ihrem Geld wohlfühlen wollen. So, dann einstellen. Köstliche Häppchen und diese sehr lustige Folge mit Kommissar Miau, als Inspektor Horst diesen einen Witz erzählt hat. Zwei Ärzte? Two-Point Bank. Es fühlt sich einfach befördern. Okay, befördern. So, zwei Ärzte haben wir dann hier mal. Das ist Radio Two-Point. Ich sehe gerade was anderes, warte mal. Wir arbeiten. Ja. Bearbeiten. Jetzt packen wir dich dahin. Ich sehe gerade, ich glaube, das könnte so besser passen. Bearbeiten. So. Zack. Was ist denn los? Jo, können wir annehmen. Heile 10 Patienten, das kriegen wir hin. Und vielleicht mache ich doch nochmal hier kopieren und nochmal. So. So. Und einstellen einen weiteren Arzt. So, jetzt haben wir noch einen Arzt. Ich glaube, dem geht's nicht gut. Gesundheit kritisch. Okay, dann brauchen wir einmal kopieren. Hier warten sehr viele. Hier haben wir aber auch nur ein Zimmerchen. Zack, bestätigen, einstellen. Dich hierhin. Zack.
Topfschmerzen, Notfall-Topfschmerzen befördern. Sollten wir hinkriegen. Kardiologie haben wir gesagt, warten noch immer ein paar. Kopieren. Packen wir dann einfach auch mit dahin, oder? Na, packen. Ah, stopp. Die können wir aber kopieren. Und packen wir dahin. Können wir nicht, wir haben kein Geld. Da hatten wir kein Geld mehr. Da hatten wir kein Geld mehr. Was haben wir denn? Besuch des Bürgermeisters. Jo, natürlich. Wir haben auch noch nur noch 6.000. Beziehungsweise 11.000. Ich würde jetzt gern mal hier ein paar Objekte platzieren. Wobei. Gehen zur Neige. Wenn ich dich aufnehme und dich erstatte. Jo, schaut gut aus. Kardiologie wollte ich jetzt noch haben, gell? Kopieren! Bestätigen. Was braucht die Kardiologie? Einen Pfleger. Ja, dann stell mal einen Pfleger ein. Der kann bestimmt auch irgendwas. Hier, zack, noch einen Pfleger. So, dann machen wir hier jetzt Objekte. Erstmal ein paar Pflänzchen. Weil immer Pflanzen sind immer gut und schön. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. So. Haben wir hier eine Bank. Könnt ihr hier ein bisschen warten. Okay, dem geht's gut, guck mal. Der ist nicht mehr Pantomime. Er ist kein Pantomime mehr. So, Mitarbeiterwunsch. Topfschmerzen, die gehen jetzt alle da rein. Gut, da warten jetzt natürlich einige. Auf Radio Two Point. Ihr hört Radio Two Point mit eurem Lieblingsfanatiker Harrison Wolf. Okay. Man weiß ja nie. Vielleicht finde ich ja welche. Ja gut, da haben wir jetzt gerade... Okay, das schaut eigentlich alles soweit echt gut aus. Wie schaut es hier aus? Hier sind auch immer ein paar in der Warteschlange, aber nicht mehr so viel haben wir unter Kontrolle gekriegt. Ich würde trotzdem sagen, ich hau mir nochmal. Nochmal kopieren. Nochmal eine Psychiatrie her. Stell noch einen Arzt ein, der hoffentlich das kann. Der kann das. Nein, dann nehme ich aber den da, der gefällt mir besser. Der hat so einen Blitz mit drin. So. Schaut doch gut aus. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Wasser. Okay, ich überlege, ob ich jetzt noch so einen Umtöpfer vielleicht herhau. Noch so hermache. Hierher. Vielleicht oder daher. Da ins Eck. Das würde da würde der perfekt hinpassen. Weil da warten ein paar bei der Entleuchtungsklinik. Wartet keiner. Dr. Melissa Süßstoff. Aber da warten 5, aber ich glaube, das ist wegen der Mission. So, wir haben eine Beförderung. Ja, Weiterbildung benötigt. Ja, dann bilden wir dich weiter. Was möchtest denn du? Diagnostik? Wollen wir mal euch allen Diagnostik geben? So, Kurs starten. Vielleicht mache ich ja noch ein... Ah! Bei den Topfschmerzen waren es 6 Leute. Vielleicht mache ich hier noch so einen Kursraum. Genau, ich mache noch so einen zweiten Kursraum. Das ist eine Aufnahme. In der allgemeinen Diagnose wird ein Krankenpfleger benötigt. Ach, ich kann hier eine ich kann hier richtig eine Aufnahme. Ach, guck mal. Aufnahmeklappe, Aufnahmestation. Okay, das ist geil, dass ich jetzt eine Aufnahme machen kann.
50.000 plus. Klappe. Okay, das ist geil. Das ist geil, wenn ich eine Aufnahme machen kann. Dann müsste ich ja hier die Aufnahme, die hier, die müsste ich die zwei ja wegtun, oder? Ich lasse das mal so. Momentan warten nicht so viele davor. Wir kriegen... Also ich würde gern jetzt nochmal einen Weiterbildungsraum hier hinpacken. So, mal da. Zack. So, dann machen wir hier. So. Da können wir nicht ein paar mehr Leute weiterbilden lassen. So. Krankenpfleger zur Station, bitte. Jo. Ist gekauft. So, Zimmer. Ne, Objekte. Objekte. Und zwar ein Pflänzchen, bitte. Habt ihr jemals einfach nur ins Nichts gestarrt und über die Rätsel des Universums nachgedacht? Nein. Zum Beispiel, gibt es auf den Planeten da draußen irgendwo noch weiteres Leben? Und was ist ein anderes Wort für Synonym? Weitere existenzielle Fragen folgen in Kürze. So, ich würde ja hier gerne jetzt auch einen Kurs starten. Und zwar, guck mal, wir haben einen verfügbaren Kurs. Und zwar, fangen wir mal, Psychiatrie 1. Haben 4 Teilnehmer und 3 können es. Wenn wir das mal machen. Psychiatrie. Ein Ausbilder, der schon die Psychiatrie 1 hat. Und machen mal hier ein paar Ärzte rein. Tun die mal alle ein bisschen weiterbilden. Kurs starten. Und hier drüben würde ich aber auch gleich noch einen Kurs geben. Diagnostik 2. Kannst die Dame hier machen. Und wir können die hier... Kurs starten. So, dann haben wir hier nochmal 2 Kurse gerade am Laufen. So. 88.000 Kredit erstatten. So, 133.000. So, jetzt ist natürlich ein bisschen Wartezeit überall gegeben. Weil wir ja ein bisschen weiter... Wir sind schon in der höchsten Stufe, oder? Ja, wir sind in der höchsten Stufe. Ne, 2-Sterne-Krankenhaus. Wir müssen noch ein bisschen die Leute weiterbilden. Und befördern auch. Ein Arzt wird in der Psychiatrie benötigt. Wir brauchen mehrere Ärzte. Ich überlege, ob ich hier Toiletten hinbaue. Nochmal. Aber momentan ist nirgends irgendwo eine kritische Wartezahl. Noch. Gut, wir haben überall jetzt ja gerade die ganzen Ärzte und alles auf Weiterbildungen und Fortbildungen. Ist halt so. Und ich würde gern nochmal noch mal Hausmeister einstellen. Nochmal 2. So. Krankenhaus Stufe 9, wir sind schon in Stufe 12. Vor Ärztezimmern, ja gut, weil die Ärzte gerade unterwegs sind. Die lernen gerade. Aber die machen gerade Fortbildungen. Da ist einer gestorben. Diagnostik 2 erlernt. Der ist auch gleich fertig. Dann lassen wir mal kurz alles wieder zur Ruhe kommen. Ich brauche nicht mehr Bargeld. Ich habe genug. Ich habe wirklich genug. Heile 20% Patienten, ja, das nehmen wir an. Und eine Beförderung, ja. Und wir sind ein 3-Sterne... Nee, wir sind jetzt ein 2-Sterne-Krankenhaus. Herzraser 2 und Depriminator 2. Okay. Ja, dann würde ich sagen, Upgrade. Und hier haben auch noch so ein Herzraser. Wir tun die gleich alle upgraden. Zack, wenn wir die haben, gleich
Gleich Level Up. Zum Sicherheitsinspektor Henry Chops.